Moin, moin, Hamburg! Moin, moin, Hamburg. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Der Hamburger Podcast. Ich bin Regine und gerade jetzt, an diesem sonnigen Nachmittag, stehe ich in der großen Freiheit auf St. Pauli vor den Türen der Kiezkneipe Gretel und Alfons. Warum? Weil sich meine Gesprächspartnerin diesen Ort für unser Podcast-Date gewünscht hat. Warum das Sinn macht und warum ich mir extra für diesen Termin meine Yellow Submarine-Socken aus der Beatles Edition angezogen habe, das erfahrt ihr gleich. My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. Oh, my Bonnie. So, angekommen. Ich bin hier im Gretel und Alfons. Vor mir steht ein schönes, kühles Bier und neben mir sitzt die beste Gesprächspartnerin für diesen Podcast, die ich mir wünschen könnte, nämlich Stefanie Hempel, die Erfinderin der Beatles-Tour in Hamburg. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich sitze hier bei Gretel und Alfons, habe auch ein Bier vor mir, genau an der Stelle, wo die Beatles und viele Rock'n'Roll-Musiker auch gesessen haben. Das Wetter draußen ist schön, hier drinnen ist angenehm, also alles super. Das könnte so weitergehen, ne? Was ich gerade eben in der Anmoderation schon erzählt habe, ist, dass ich heute extra für dich, ich muss sie dir zeigen, meine Yellow Submarine Socken rausgeholt habe. Aus der Beatles. Hast du die auch? Ja, die habe ich auch. Ich muss sagen, ich ziehe relativ selten meine Beatles Socken an, aber manchmal, ja, ich mag lieber einfarbige Socken, aber ich finde die sehr lustig und ich habe sie tatsächlich auch schon oft verschenkt. Aber wir wollen ja gar nicht so lange über die Socken sprechen, aber trotzdem wollte ich nochmal damit prahlen, ich habe sie extra rausgeholt. Das freut mich sehr. Dir zur Ehre. Immer schön, wenn sich Leute vorbereiten. Ja, ja. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen vorbereitet, wobei du bist in dieser Stadt ja sehr präsent. Das heißt, in irgendeiner Form bist du gerade auf St. Pauli ja schon eine, ich sag mal, eine kleine Legende oder Kultfigur, muss man einfach mal sagen. Da findet man eine Menge. Was man aber vor allen Dingen oft findet, ist die Geschichte des Schlüsselmoments, nämlich damals mit 9 Jahren in Grabow bei Schwerin, richtig? Ja, Grabow bei Ludwigslust. Okay. Also Bezirk Schwerin, auch in der Nähe von Schwerin, aber im ehemaligen Osten, eben in der ehemaligen DDR. Das ist eben wichtig. Ganz genau. Dein Vater kommt nach Hause, er bringt dir eine Kassette mit, du packst sie rein und... Schon sehr oft. Und dann kommt, ich nehm's dir ab, dann kommt She Loves You und dein Herz war gebrochen. Nun ist diese Band ja mit 4 Leuten gesegnet gewesen. Warum war es denn gerade John? Ich kann es wirklich nicht sagen. Und mein Herz war natürlich auch nicht gebrochen, ne? Mein Herz ist irgendwie aufgegangen natürlich dann. Also ich kann mich vor allen Dingen genau noch an diesen Moment erinnern. Das fängt ja an mit so einem Trommelwirbel und auf einmal war so eine Energie da. Und ich habe diese Kassette dann einfach immer zugehört und habe versucht, alles zu finden, was es irgendwie gibt über die Beatles oder diese 4. Und das war so ein Moment, wo man alles drumherum erinnert. Also wo man genau das Wetter erinnert, was man draußen vorm Fenster gesehen hat. Und warum es genau John Lennon war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mich diese Stimme sofort fasziniert hat. Und dann habe ich Bilder von ihm gesehen. Oder mein Vater hatte Gott sei Dank im Plattenschrank auch 2 John Lennon-Platten. Und ich habe mich auch schon mit 9 Jahren dann, würde ich sagen, sofort in die Stimme und das Gesicht und ja, diese Figur verliebt. Ich erinnere mich, die Kopfstimme, wenn der Moment in die Kopfstimme übergeht, oder? Du warst dabei, Sexy Sadie, einer meiner Lieblingssongs. Dann musste ich auf jeden Fall immer in die Knie gehen. Das ist heute so, wenn ich John Lennons Kopfstimme höre. Ist einfach so leidenschaftlich und so toll und die Stimme ist einfach so variabel und die Stimme kann so hart sein und so rock'n'rollig, so rau und dann doch so wahnsinnig verletzlich. Das finde ich so spannend an der Stimme. Stimmt es, dass deine Mutter sogar mal vorhatte, dich Yoko zu nennen? Oder ist das eine Legende, die irgendwann sich irgendjemand mal ausgedacht hat im Zusammenhang mit deiner Person? Nein, das stimmt tatsächlich. Also das hat sie mir erzählt. Ich freue mich, dass es nicht passiert ist, aber sie fand diesen Namen so exotisch, dachte dann aber auch, und besonders in der DDR und so, das wäre irgendwie viel zu exotisch, hier in einer kleinen Stadt jemanden Yoko zu nennen und Yoko Hempel, ich weiß nicht. Stefanie finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, aber...
Joko, aber es ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn man bedenkt, dass ich eben so ein riesen John Lennon-Fan dann später wurde. Absolut. Gehörst du denn auch zu denen, die sagen, Joko, die hat die Beatles kaputt gemacht? So bin ich aufgewachsen. Mein Vater hat immer gesagt, Joko, die hat die Beatles auseinandergebracht. Deine Meinung? Ja, schwierige Frage. Mit dieser Frage muss ich mich oft auseinandersetzen, weil ich das oft gefragt werde von Beatles-Fans auf meiner Tour, was ich denn von Joko halte. Und ich würde da immer sagen, John hat sie definitiv geliebt. Durch Joko ist John vielleicht noch mehr von den Beatles, hat sich vielleicht noch mehr von den Beatles wegbewegt und ist einen eigenen Weg gegangen. Aber ohne Joko kein Imagine, ohne Joko kein Give Peace a Chance, ohne Joko eigentlich kein politischer John Lennon und auch kein so wahnsinnig verletzlicher John Lennon, der Mother geschrieben hat und Mother, Imagine, Love, diese wunderschönen Songs der Plastic Ono Band, also seine frühen Alben, die ich mindestens genauso toll wie Beatles-Alben finde. Das heißt, wir dürfen nicht so hart mit ihr umgehen. Auf keinen Fall. Er hat sie geliebt und er hat sie immer verteidigt. Und jeder weiß, wie schwierig und kompliziert Beziehungen sind. Und deren war bestimmt auch keine einfache, vor allen Dingen deshalb nicht, weil sie ja jede Sekunde in den ersten Jahren zusammen waren. Und ja, das zu Joko. Stimmt, ich bin es, Fan. Es gab ein Bett im Proberaum, sage ich, genau. Oh, wirklich ja, jede ja. Sekunde. Ja. Das hätte mich als Bandmitglied natürlich, auch wahnsinnig natürlich, das muss genervt. Unfassbar genervt haben, natürlich. Denn die Beatles waren ein Herrenclub. Auf jeden Fall die Freundinnen oder Ehefrauen waren nicht im Studio erlaubt. Und John als Kopf der Band natürlich war auch der Einzige, der sich das hätte erlauben können oder der sich das erlauben konnte. Verliebt sich in Joko, die mit ihm auf Augenhöhe ist, so beziehungsweise vielleicht hat er sogar ein bisschen zu ihr aufgeschaut und nimmt sie mit, will sie einfach überall dabei haben und nimmt sich das raus. Nimmt sie mit in den Proberaum, als wäre es das Selbstverständlichste. Das Bett kam dann, weil sie irgendwann krank wurde, er wollte aber nicht ohne sie sein und so wurde ein Bett ins Abbey Road Studio gebracht. Man muss sich vorstellen, dass ein paar Jahre vorher auch noch die Künstler eher zu den Tontechnikern und Produzenten aufgeschaut haben. Da hat sich ja die Rolle, die Beatles haben das ja schon sehr verändert, weil die das Studio quasi übernommen haben und dann angefangen haben, den Produzenten und Tontechnikern zu sagen, was sie zu tun haben. Mhm. Also innerhalb weniger Jahre haben die Beatles auch überhaupt die ganze Produktion von Schallplatten auf den Kopf gestellt, wie so vieles andere auch. Und dann kommt so eine Joko daher und das Schwierige war dann, glaube ich, auch noch, dass sie dann auch noch Tipps gegeben hat, was man besser machen könnte oder anders machen könnte oder den anderen versucht hat zu sagen, wie John das gemeint hat und dass John es gerne so und so haben möchte. Also es muss wahnsinnig genervt haben und ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen, dass das auf jeden Fall noch mehr einen Keil zwischen die Beatles getrieben hat. Es hat die Situation sicherlich nicht vereinfacht, definitiv. Sie haben die Plattenindustrie auf den Kopf gestellt, sie haben einiges verändert und mit Sicherheit auch musikalischen wahnsinnigen Impact gehabt, auch auf dein Leben ja. Ja. Meinst du, dass deine Jugend in der DDR dafür gesorgt hat, dass das so eine große Leidenschaft ist? Hängt das zusammen? Ich meine, es hätten ja auch die Pudis sein können. Ja. Ich glaube, dein Vater als Zahnarzt hatte sogar eine Verbindung zu den Pudis, oder? War nicht irgendwie Hauszahnarzt? Stimmt die Geschichte? Ja, die Geschichte stimmt. Also das war tatsächlich, das hatte ich irgendwann mal lange ausgeblendet und dann wurde mir irgendwann bewusst, meine erste intensive Popmusikerfahrung waren tatsächlich die Pudis, weil mein Vater der Zahnarzt der Pudis war und die eigentlich jedes Jahr bei uns waren. Besonders ein, zwei Mitglieder waren dann auch enge Freunde. Das heißt, die sind regelmäßig gekommen und wenn dann bestimmte längere Zahnbehandlungen anstanden, waren die auch zum Teil eine Woche oder so da. Und mein Kinderzimmer oder unser Kinderzimmer, das meiner Schwester und das von meiner Schwester und mir, war gepflastert mit signierten Pudis-Plakaten. Und natürlich hatten wir von denen auch die gesamte Musik, die habe ich aber tatsächlich selten gehört. Also das hat man, wir waren auch tatsächlich viel auf Konzerte eingeladen. Also ich war schon seit ich ein kleines Kind war, regelmäßig auf Konzerten, dann eben auf vielen Pudis-Konzerten. Aber zurück zu deiner Frage mit den Beatles. Das kann man ja so im Nachhinein sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass durch die Tatsache, dass man in der DDR so wenig Beatles-Musik
legal bekommen konnte, dass meine Leidenschaft sicherlich dadurch sehr befeuert wurde. Mhm. Denn mein Vater hatte Gott sei Dank das, was es gab auf Amiga, dieser Plattenfirma der DDR. Da gab es so ein paar seltsame Kompilationen von Songs. Es gab eine abgespeckte Version des blauen Albums. Es gab diese Kassette, die ich als erstes gehört hatte, A Collection of Beatles Oldies mit den frühen Songs, also wie She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, Hard Day's Night. Ja, und dann gab es tatsächlich zwei John Lennon-Alben, die mein Vater hatte. Es gab auch ein Wings-Album, also Paul McCartney-Album. Das hat mich nie so wirklich interessiert damals. Und dann waren wir relativ nah an der Grenze. Das heißt, wir konnten Westradio empfangen. Ah, okay. Und so habe ich am Regler gedreht. Genau, und wir hatten auch, ich glaube, durch die Pudis, die ja in den Westen reisen durften oder auch auf Konzerttournee waren, hatte mein Vater von denen mal einen Kassettenrekorder bekommen und mit dem man auch aufnehmen konnte. Und ich habe dann immer so eine Uldi-Sendung gehört am Sonntag. Am Sonntagabend auf FFN und da wurden 3 Stunden Oldies gespielt und sehr viel Beatles. Und so bin ich an sehr viele Aufnahmen schon rangekommen, obwohl man die in der DDR als auf Platte oder Kassette oder so nicht bekommen konnte. Hm. Aber man konnte natürlich, es gab kein reguläres Album in der DDR. Also ich hatte weder das weiße Album noch Sgt. Pepper, Revolver, Rubber Soul. Und natürlich war mein großer Wunsch, diese Alben zu bekommen. Ja. Nun bist du ja, du warst 11 oder 12, als ihr ja fast 13 in den Westen sogar schon gekommen seid, 1989. Wir haben ja diese irre Geschichte, dass wir 2 Tage vom Mauerfall legal ausgereist sind. Am 7. November 89 jährt sich zum 30. Mal jetzt. Ihr habt das noch legal gemacht? Wir haben es ganz legal, genau, Haus zurückgelassen, mit tränenreiche Verabschiedung von der gesamten Familie da, weil man ja dachte, jetzt wird man nur noch irgendwie sehr selten irgendwie herreisen können. Und ja, 2 Tage später sah alles anders aus. Und weshalb diese Geschichte so wichtig ist, kaum warst du drüben, hast du dir das erste Album gekauft. Und ich glaube, das war das weiße Album, ja, oder? Von meinem ersten Taschengeld habe ich mir das weiße Album gekauft. Weil das war irgendwie für mich das zu DDR-Zeiten auf jeden Fall das legendärste Album und vor allen Dingen eben auch ein Doppelalbum. Und ich wusste, da ist ein großes Poster drin, da sind diese Bilder, diese tollen Bilder, Einzelbilder von John, Paul, George und Ringo drin. Und durch Aufnahmen aus dem Radio wusste ich auch schon, dass sehr viele meiner Lieblingssongs auf dem Album sind, nämlich Songs wie Blackbird und Julia und Sexy Sadie, die ich schon mit 19 gehört hatte dann und auch aufgrund des Namens sehr sexy fand. Und da war diese wunderbare Kopfstimme eben zu hören. Die du ja auch zelebriert hast mit 2 Konzerten, letztes Jahr in Klein, im Cocoon und dieses Jahr im ausverkauften Grünspan. Warum hattest du da diese Vinylplatte mit? Hattest du die an der Frau an diesem Abend? Ja, die hatte ich auf jeden Fall dabei, klar. Und wir haben das ja so gemacht, dass wir hatten ja einen Inder quasi dabei, weil die Songs ja fast alle in Indien geschrieben wurden, in Rishikesh. Unser Inder hat die Platte immer aufgelegt. Also ich habe sie natürlich vorher zelebriert und hochgehalten. Und unser Inder hat die Platte aufgelegt, Seite A, die Nadel auf die Platte gelegt. Und dann hat eben nicht die Platte angefangen zu spielen, sondern dann haben wir mit der Band angefangen zu spielen. Und wir haben eben alle 30 Songs mit samt Soundcollage Revolution No. 9 den Abend gespielt. Ein langer Abend, 3 Stunden, glaube ich, ungefähr. Und mit 23 Künstlern auf der Bühne all diese Songs interpretiert. Und ich konnte mir natürlich, dadurch, dass ich es organisiert habe, auch meine Lieblingssongs raussuchen. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch ein paar Lieblingssongs abgegeben. Ich liebe aber auch Mother Nature's Son. Ich liebe Dear Prudence. Ja. Und vielleicht war mein persönlicher Höhepunkt aber sogar While My Guitar Gently Weeps, was der wunderbare Ben Barrett aus London, mein toller Gitarrist, gesungen und gespielt hat. Und einmal war auch kurz dein Sohn auf der Bühne, oder? Ja, er wurde gezwungen von hinten. Der heißt Luca? Luca, genau. Und ist so 14, 15? 13 ist er. 13.
Glatt verrechnet mit Zahlen kann die nicht so. Ja, er sieht aber auch wie 14, 15 aus. Und er findet das auch gut, wenn man ihn so einschätzt, natürlich. Erzähl mir mal, wie groß war die Versuchung, diesen jungen Mann John zu nennen? Er heißt ja nun mal Luca. Es gab überhaupt keine Versuchung. Ja. Also ich habe tatsächlich mal überlegt, ihn Paul zu nennen, weil ich den Namen einfach schön finde. Aber ich habe es dann eben nicht gemacht, weil es hatte nichts mit Paul McCartney zu tun. Aber ich habe es dann eben nicht gemacht, weil dann alle gedacht haben, ich hätte es wegen Paul McCartney. Und dann dachte ich, ich bin noch gar nicht so ein Paul-Fan. Meine Lieblingsbeatles sind doch John oder George. Also lasse ich das ganz außen vor. Warum ich ihn Luca genannt habe, das ist aber auch eine Geschichte, die mit einem Song zu tun hatte, nämlich My Name is Luca, obwohl die Story dahinter natürlich keine schöne ist. Das wusste ich aber noch nicht, als ich diesen Song von Susan Vega in den 80ern in der DDR hörte. Dann, ich weiß gar nicht genau, wann er rauskam, 84, 85 oder so, da war ich dann vielleicht 8 oder so, hatte natürlich keinen Englischunterricht. In der DDR hat man ja sowieso als erste Fremdsprache war Russisch. Und ich habe diesen Song gehört und fand ihn so toll und fand diesen Namen so toll, dass ich damals mit 8, 9 schon gesagt habe, wenn ich mal irgendwann einen Sohn habe, dann nenne ich den Luca. Aha, und okay. Irgendwie ist das immer in meinem Kopf geblieben. Das Problem war so ein bisschen, als er dann 2005 geboren wurde, dass der Name total beliebt war und ich glaube auf der Namensliste auf Nummer 1 oder Nummer 2 war, habe ich nochmal kurz überlegt, oh, soll ich das machen, weil sonst gehe ich jetzt mit dieser Welle damit, dass alle ihr Kind Luca nennen und dann hat er irgendwie im Kindergarten oder in der Schule X Lukas um sich rum, aber ich habe dann doch gedacht, Mensch, nee, ich hatte die Idee schon vor 20 Jahren. Ich bleib dabei. Ganz genau. Und er wird ja auch mit K geschrieben. Die meisten heutzutage werden ja mit C geschrieben. Das stimmt, da hat er noch ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Ganz genau. Du hast angedeutet an diesem Abend auf der Bühne, dass er die Beatles nicht so sehr verehrt wie du. Mensch, du hast aber aufgepasst. Er kennt natürlich sehr viel, aber er wächst ja in einer ganz anderen Zeit auf. Ich meine, bin ich letztlich auch damals. Aber er ist sehr, sehr musikinteressiert, spielt auch toll Schlagzeug, hört ganz viel Musik den ganzen Tag, aber keine Beatles. Aber das ist auch überhaupt kein Problem. Ich las, er hat lange gedacht, du wärst der 5. Beatles. Das fand ich so eine schöne Vorstellung. Schön, das habe ich schon wieder Paul, vergessen. Ringo, George und Mama. Ja. Was ich persönlich toll finde. Oh, super, dass du mir die Geschichte nochmal erzählst. Weil ich habe es schon wieder vergessen. Nein, aber er dachte tatsächlich, ich gehöre dazu. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder daran. Ja, ist ja aber auch selbstverständlich, da wenn man auch, wenn man auch auf meinen Flyer guckt, da bin ich ja auch mit den Beatles zusammen, ja, ich eben. Mit Ukulele und so weiter. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, aber Beatles war natürlich so präsent und durch meinen Beruf auch und er hat das oft mitgekriegt mit den Touren und dass ich diese Musik spiele und natürlich viel darüber rede und ich muss auch gestehen, sie sind auch sehr präsent in unserer Wohnung. Also es hängen viele schöne Bilder, nicht mehr alles zugepflastert, aber die schönsten Bilder. Und irgendwo, wenn Freunde reinkommen, die sagen dann, hups, hier in der Küche irgendwo hinter einem Blumentopf oder so ist wieder irgendwo ein kleines Beatles-Bild versteckt oder so. Das also ist die echte Beatlemania, die da vorne am Anfang der Freiheit nicht durchgehalten hat, am Beatles-Platz, ist ja. Sozusagen bei dir eingezogen, oder? Man könnte zu dir gehen und dort würde man sie finden. Ja, genau. Also ich bin schon Beatlemaniac auf jeden Fall. Ich bin jetzt tatsächlich kein Memorabilia-Sammler. Da kenne ich ganz andere Hartgesottene, die alles Mögliche sammeln. Aber ich bin ein absoluter Büchersammler und will und versuche mich immer tiefer in dieses Thema reinzubegeben. Einfach weil es immer noch, auch nach all den Jahren, wahnsinnig faszinierend für mich ist. Und auch diese Personen so wahnsinnig faszinierend sind. Und mir gibt das einfach auch immer noch was, wenn ich irgendwie auf George schauen kann oder auf John schauen kann oder auch auf die 4. Es inspiriert mich einfach bis heute. Weißt du, wie viele Bücher dort stehen? Ja, ich musste auch tatsächlich vor einigen Jahren fürs Abendblatt mal nachzählen, zum 10-jährigen Jubiläum meiner Tour. Da sind natürlich jetzt diverse nachgekommen. Also ich würde mal sagen, ich schätze mal, so ungefähr 220 Beatles-Bücher werden da sein.
wenn du dann noch die, natürlich sind, ist da alles, alle Bildbände auch mitgezählt und auch die Einzelbiografien natürlich. Hm. John, Paul, George und Ringo, sehr viel John dabei. Über den ist auch am meisten geschrieben worden, ist auch die spannendste Figur natürlich. Ich würde den Bogen machen wollen zu einer zweiten Seite von dir, die eigentlich nicht halb so bekannt ist, wie die Frau, die die Beatles-Tour hier in Hamburg erfunden hat. Ja. Und uns die Beatles ja auch wieder näher gebracht hat, weil du warst die Erste, die überhaupt gesagt hat, ey Leute, hier haben die Beatles gespielt. Mhm. Ne? Nämlich deine eigene Musikgeschichte. Ja. Und ich finde es ganz spannend, wenn man da reinhört, dass du hast ja, habe ich gelesen, es klingt auch ein bisschen nach dem Vorbild Joni Mitchell. Du hast du hast auch Liederabende gemacht, ja, die Songs von ihr interpretiert ja hast. Ja. Und hast auch mal gesagt, das ist eigentlich Credo deiner eigenen Musik. Musik darf nicht, warte, ich muss einmal kurz nachhören, sie sollte Gefühle ansprechen und dabei den Geist nicht beleidigen. Musik sollte Gefühle ansprechen und den Geist nicht beleidigen. Von Joni, ja. Ist irgendwie so deine Musik. Und der Weg dahin, du hast ein Album veröffentlicht, 2010. Ja. Das war ein langer Weg, 2000 Popkurs, 2010 das erste Album. Ja. Ja, und ich glaube, in der Branche. Da hast du ganz schön gekämpft für, oder? Dieses Album zu veröffentlichen. Ja, das waren natürlich Jahre der Suche. Ne? Also erstmal überhaupt der Popkurs 2000 war toll, weil man so viele Musiker kennengelernt hat. Noch einmal zwischengeschoben. 2000, du bist 1998 nach Hamburg gekommen und wolltest ja eigentlich Lehrerin werden, oder? Nein. Musik und Deutsch. Nein, ich wollte, oh Gott, du hast aber wirklich sehr gut recherchiert. Ich wollte nicht Lehrerin werden, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Warum ich wollte eigentlich so viele Lehrer und möchten es nicht werden? Was ist da los? Da ich weiß es nicht sogar sehr, ich unterrichte ja auch immer noch. Ne? Also ich war 10 Jahre lang musikalische Leiterin beim Kinder- und Jugendprojekt und stehe wirklich gern vor jungen Leuten und kann das auch sehr gut. Mache auch bis heute immer noch gerne Workshops an Schulen und schreibe mit Kindern, Jugendlichen Songs. Aber ich wusste, dass dieser Beruf jeden Tag das zu tun und vor allen Dingen sich auch mit irgendwie einem Lehrerkollegium und einem Direktor oder irgendwas auseinanderzusetzen, das wäre nicht mein Ding gewesen. Und ich muss einfach auf einer Bühne stehen und ich muss mich irgendwie künstlerisch ausdrücken können. Und das wäre im Lehrberuf nicht so gewesen. Als ich anfing zu studieren, gab es aber noch nicht sowas wie einen Popmusikstudiengang und ich weiß auch gar nicht, ob ich das gemacht hätte tatsächlich, Popmusik zu studieren, weil habe ich das ja schon selber studiert, seit ich 9, 10 Jahre alt wurde. Und ich hatte immer klassisch Klavier gespielt. Und das lag mir auch sehr. Und ich hab dann einfach überlegt, was mache ich mit meiner Musikbegeisterung? Was kann man machen? Was kann man in Hamburg machen? Wo gibt es eine Musikhochschule, die auch offen ist für Popmusik? Und so bin ich auf Hamburg gekommen. Und und an der Musikhochschule in Hamburg gab es eben auch, ich habe dann tatsächlich Musik zu Ende studiert, mit Hauptfach Klavier, musste ich sehr viel üben. Aber das Tolle an der Musikhochschule ist eben, dass es auch diesen Popkurs gibt, den ich dann 2000 gemacht habe und der sehr inspirierend, ich glaube, für uns alle, für alle Teilnehmenden war, weil man einfach 6 Wochen lang jeden Tag von morgens bis abends nur Musik gemacht hat, in verschiedensten Konstellationen Songs geschrieben hat, geprobt hat und danach ging erstmal eine lange Phase des Live-Spielens los für mich. Also ich war jede Woche mehrfach, auch hier auf dem Kiez in der Roten Laterne haben wir jede Woche gespielt, in anderen Läden, mit einem Akustiktrio in unterschiedlichsten Konstellationen habe ich in der Zeit gelernt, so ein bisschen wie die Beatles, nicht ganz so intensiv von der Stundenzahl her, von der Zahl der Auftritte. Haben ja richtig durchgezogen, ne? Ja, 92 Nächte in Folge, die ganze Nacht durch im Top 10. Also sowas kann sich heute kein Musiker mehr vorstellen. Ohne Pause, jede Nacht. Ja. Das ging auch nur mit bestimmten Aufputschpillen, die sie dann geschluckt haben. Und das haben wir ja alle nicht gemacht. Nein, natürlich. Nein. Lass uns mal anstoßen. Ja, genau. Ja, das macht das natürlich viel, aber es macht einen ja eher müde. Und dann haben wir über Jahre Demos aufgenommen und an verschiedene Plattenfirmen rangegangen. Das war wirklich wahnsinnig schwierig und dann habe ich 2004 quasi die Beatles-Tour erfunden,
2004 bin ich aber auch schwanger geworden und mein Sohn wurde ein Jahr später geboren. Dann da war ich erstmal ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Du hattest gerade andere Dinge zu tun. Ja, und irgendwie, ich bin dann nie in den Lehrberuf gegangen, sondern habe als freie Künstlerin, Musikerin und vor allen Dingen dann auch Beatles-Expertin weitergearbeitet. Aber die Idee des eigenen Albums blieb ja im Kopf. Die blieb im Kopf, ja. Du hattest in deinem Jahrgang Popkurs um das, du hattest da ja auch so Experten dabei oder so spätere Helden, nämlich wir sind Helden, oder? Ja. Mit denen hast du auch gearbeitet. Ja, das war eigentlich ursprünglich tatsächlich meine Band. Und die haben dann gesagt, wir machen mit Judith weiter. Ah, mit Judith war ich auch gut befreundet, also es war keine unangenehme Geschichte oder so. Es hat sich nur rausgestellt oder es hat sich da mehr für mich geklärt, dass ich Singer-Songwriter bin und dass es meine Musik ist, meine Songs und ich eine Band brauche. Mhm. Während Judith auf jeden Fall, die hat natürlich auch selber geschrieben, aber vielmehr dieses Bandgefüge wollte. Mhm. Und Pola oder Sebastian damals, mein bester Freund damals, der sagte, ich möchte eine richtige Band haben, also wo ich richtig mich einbringen kann und wo meine Meinung genauso viel zählt wie die der anderen. Und das ist einfach, das waren schwere Kämpfe damals für mich innerlich. Es ist einfach beim Singer-Songwriter, wenn du deine eigene Musik, deinen eigenen Ausdruck hast, dann kannst du nicht so viel Meinungen zulassen. Dann musst du versuchen, deinen eigenen straighten Weg zu gehen. Und so ist das dann auseinandergegangen. Und dann wurden Wir sind Helden auf einmal ganz groß. Wir haben eine Zeit lang lief das sogar noch parallel. Und dann war natürlich vollkommen klar, dass die diesen Weg verfolgen müssen. Und du bist ja trotzdem deinen Weg dann irgendwie weitergegangen. Du hattest schon sehr erfolgreich diese Tour hier am Laufen, die Beatles-Tour. Ja. Ich meine, ich muss sagen, die kennt ja inzwischen eigentlich jeder und man sieht dich ja sehr oft hier auf diesem Kiez. Ja, auf jeden Fall. Und du hast es geschafft, als Musikerin von der Musik zu leben, das schafft ja das ist auch super. Nicht jeder. Das ist wirklich aber toll. Aber trotzdem hattest du ja weiter im Kopf diese Idee des eigenen Albums, ne? Also ja, das war natürlich mein Kindheitstraum auch wie die Beatles selber Musik zu machen und Musik zu schreiben. Das habe ich auch immer gemacht. Ich habe jetzt auch tatsächlich noch viele Songs auf Halde liegen. Wir sind auch schon seit ein paar Jahren dran, ein zweites eigenes Album aufzunehmen. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ist das durch die Beatles-Tour so ein bisschen und auch durch mein Beatles-Expertentum und ich spiele ja auch sehr viel live, sehr viele Beatles-Shows, ist das, muss ich tatsächlich gestehen, habe ich gar nicht mehr so viel Zeit dafür. Weil ich einfach jeden Tag mit dieser Beatles-Geschichte zu tun habe, die mich auch sehr ausfüllt. Tatsächlich ich jetzt auch viel damit im Ausland unterwegs bin und ich weiß aber, die andere Seite ist noch da und mal schauen, was daraus wird. Weil das Album ist ja jetzt auch schon tatsächlich wirklich lange her. Und 10 Jahre. Ja, und die Songs werden, die Songs... Ich habe mich natürlich in der Zeit auch sehr verändert, die neuen Songs. Ich schreibe wieder Englisch. Das hat sich auch in den letzten Jahren oder nachdem durch die Tour fürs erste Album und die Zeit danach habe ich gemerkt, ich kann mich doch besser im Englischen ausdrücken oder ich möchte doch lieber, dass die Musik im Vordergrund steht und mein Gesang und nicht so sehr der Text. Das ist ja oft das Problem mit dem Deutschen, dass du, wenn du deutsche Texte schreibst, dann steht die Musik auf einmal dahinter und du wirst irgendwie immer nur an den Texten gemessen. Mhm. Und gesanglich kann ich mich einfach besser ausdrücken. Im Englischen oder die Stimme kann sich mehr entfalten. Das habe ich gemerkt. Also es gibt diverse englische Songs. Ein paar sind auch tatsächlich schon mal im Radio gelaufen oder ich habe sie mal live gespielt. Aber es gibt tatsächlich noch kein Album dazu, weil wir es noch nicht geschafft haben, das fertig zu bringen. Ich würde auch jetzt aber... Mal die Musiker, mit denen ich zusammenspiele. Okay. Also ich habe natürlich einen großen Kreis von befreundeten Musikern um mich rum, mit denen ich immer mal wieder was aufnehme. Ich würde aber jetzt den ganzen schweren Weg, es hat sich auch in der Plattenindustrie sehr viel getan, den ganzen schweren Weg, Bänder an Plattenfirmen zu schicken, einen Manager suchen, das würde ich jetzt alles nicht mehr machen, sondern das mehr oder weniger auf eigene Kosten aufnehmen, vielleicht mit einem kleinen Label oder es selbst rausbringen. Mhm. Ich habe natürlich den großen Luxus und wirklich, ich sehe es absolut als Privileg, durch die Beatles-Tour und Beatles-Shows mir da wirklich was aufgebaut zu haben, wovon ich leben kann. Und das macht mich weiterhin sehr glücklich. Und es wird auch nicht langweilig.
Und dann kann ich mir davon auch quasi das leisten, eine eigene Platte zu machen. Aber ich muss erstmal die Zeit finden, tatsächlich. Na, es gibt ja neben dem So nah dran 2010, ja, wo wir gerade eben sprachen, um mal den Titel nochmal zu nennen, noch ein zweites, nämlich 2014. Da hast du ja anlässlich des 10-jährigen Jubiläums auch nochmal ein Album aufgenommen, ne? Ja, das war klar, dass ich irgendwann mir diesen Wunsch erfüllen muss, ein Beatles-Tribute Album zu machen. Und das 10-jährige, hast du den Anlass gesehen, gefunden und genutzt? Absolut. Und es gibt auch die Überlegung, tatsächlich ein zweites Beatles-Album zu machen. Es gibt also viele Überlegungen. Es gibt auch die Überlegung, ein Joni Mitchell-Album zu machen. Also es gibt viele Überlegungen und dann natürlich die eigene Musik. Zum 10-jährigen Jubiläum musste ich ein Tribute-Album machen und meine persönlichen Lieblingssongs in meinen eigenen Versionen darauf aufnehmen. Natürlich sind da auch die Ukulele-Rock'n'Roll-Nummern drauf, die ich hier auf den Straßen St. Paulis spiele, dann live aufgenommen mit meiner Band. Aber es sind eben auch meine Lieblingsversionen drauf und eben in sehr, sehr eigenen Interpretationen davon. Und natürlich ein Booklet mit vielen kleinen Geschichten drin. Die Ukulele, die du gerne immer mit dir trägst, heute auch, genau. Ja. Jetzt. Lieblingsinstrument von George, richtig? Ganz genau. Absolut, das ist auch immer ein sehr emotionaler Moment für die großen Fans. Daran erkenne ich immer sofort die ganz großen Fans auf der Tour, die emotional werden, sobald ich dieses Instrument auspacke, weil sie wissen, das war das Lieblingsinstrument von George Harrison. Es gibt diese schöne Geschichte, dass er immer 4 oder 5 Ukulelen dabei hatte, egal wo er hingefahren ist. Mhm. Und die Geschichte dazu ist, dass er dann, wenn er gefragt wurde, warum so viele, dann sagte er, ja, vielleicht finde ich ja jemanden, der mitspielen will. Und dann hat er die Ukulelen verschenkt. Also er war quasi auf Mission und sagte auch immer, du kannst alles auf der Ukulele spielen und das bringt dir immer ein Lächeln ins Gesicht. Weil das Instrument einfach so niedlich ist und so witzig und einfach so, so schön. Also man kann sich nur freuen und strahlen, wenn Ukulele gespielt wird. Und es ist wahnsinnig, muss sagen, es ist natürlich auch wahnsinnig praktisch, so ein kleines Instrument stundenlang durch St. Pauli zu schleppen. 2 Stunden geht so eine Tour, oder? Ja, also die regulären Samstagstouren gehen insgesamt über 3 Stunden mittlerweile, weil wir über 2 Stunden draußen unterwegs sind mit Live-Musik auf der Straße und dann mit einem Abschlusskonzert enden. An unterschiedlichen oder immer im St. Pauli-Museum? Genau, an unterschiedlichen Orten. Samstag sind wir immer im St. Pauli-Museum, weil Samstagabend auf dem Kiez braucht man einen festen Ort. Ja. Weil es ist so wahnsinnig voll. Und schön am St. Pauli-Museum ist, dass es da eine Bühne gibt. Da habe ich auch ein Klavier stehen. Also das heißt, da kann ich auch meine pianistischen Fähigkeiten nochmal rausholen. Und da wechsle ich dann zu Gitarre und Klavier. Da gibt es sogar eine kleine Anlage. Und ich bin samstags ja immer wirklich mit großen Gruppen unterwegs. Das sind immer, ja, schon mindestens 30 Leute aus aller Welt. Deswegen macht die Tour für mich auch noch so wahnsinnig viel Spaß. Als ich anfing, vor 15 Jahren mittlerweile mit der Beatles-Tour, waren es eher so die älteren Hamburger, die sich an ihre Zeit im Star-Club erinnert haben und das ihrer Familie oder ihren Kindern gezeigt haben. Mittlerweile mache ich viel mehr englische Touren als deutsche oder die Samstagstouren sind immer zweisprachig. Letzte Woche hatte ich 30 Leute aus 7 verschiedenen Ländern. Und das ist für mich einfach so wahnsinnig spannend, dass ich durch dieses Thema Beatles mit Menschen aus der ganzen Welt zusammenkomme und vor allen Dingen auch alle Altersgruppen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Fans immer jünger werden. Ich hatte letztes Jahr mehrere Touren, da war die Hälfte jünger als ich. Das war seltsam. Das war seltsam. Und jetzt ist es immer sehr gemischt. Also da kommen, letzte Woche waren auch wieder ein paar Kinder dabei, mit ihren Eltern natürlich, die alle Songs singen konnten. Ich hatte letztes Jahr einen siebenjährigen englischen Jungen, der mir während der Tour gesagt hat, sein absolutes Lieblingslied ist Blackbird. Und der dann mit mir am Ende auf die Bühne kam und ich habe ihn begleitet und er hat in glockenklarer Stimme Blackbird von Paul McCartney gesungen und da natürlich. Und dein Herz macht du-dum. Ja, ich weiß, da waren ein paar Damen aus Südafrika und so, die Tränen überströmt da saßen. Also es ist mittlerweile fast eine völkerverständigende Tour, weil die Message der Beatles ist ja Peace and Love. Und das ist so schön, wirklich dieses Positive der Musik auch weiterzugeben und mit so vielen Menschen da zu teilen. Du bist ja der perfekte Ambassador für diese Nachricht oder für diese Message, ne? Weil du hast eine wahnsinnig positive Ausstrahlung. Schön. Und du schreibst ja eigentlich fast alles, was ich so von dir sah, mit Love, Love, Love. Also viel Liebe ist hier drin. Das hat sich mal so ergeben, ja, mit einem amerikanischen Fan.
sind wir mal darauf gekommen, dass das, da haben wir immer in Mails mit Love, 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 weil das ja der Beginn von All You Need Is Love ist. Mhm. Love, Love, Love. Und die Engländer, da schreiben ja auch gerne mit Love, Komma, anstatt Liebe, Grüße. Mhm. Und dann haben wir gedacht, nee, Beatles Message ist Love, 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 also dreimal Liebe. Hältst du gut durch und du weißt natürlich unglaublich viel über die Beatles. Ja. Woher kriegst du diese Infos? Also Gretel und Alfons war ja dein Lieblingsort, weil das ist, glaube ich, noch leicht. Das würde man auch so rauskriegen, ohne großartige Vorkenntnisse, weil die Beatles sind hier schon sehr gegenwärtig. Sie thronen als Figur über unserem Kopf, ja, gerade in der Musikerecke, wo du uns platziert hast. Das weiß man vielleicht noch so, da kriegt es so mit. Aber woher hast du diese Insider-Infos, was die Beatles in dieser Stadt gemacht haben? Naja, also erstmal weißt du ja, bei mir zu Hause stehen über 200 Bücher. Ich habe natürlich, seit ich 9 Jahre alt bin, gelesen, gelesen, gelesen. Aber man weiß natürlich dann aus Büchern auch immer nicht, stimmen diese Geschichten. Mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich sehr, sehr viele Verwandte, Freunde der Beatles aus Liverpool, aus Hamburg, meistens sogar mehrfach getroffen habe und interviewt habe. Und die mir dann ihre Geschichten erzählt haben. Da weiß man auch nicht immer, ob die stimmen, weil man weiß ja auch selber, das ist einfach 50, 60 Jahre her. Da ist sehr viel Legendenbildung dabei. Auf jeden Fall. Und das ist eben auch spannend zu sehen. Da erzählt ja ein alter Hamburger, ein Kellner aus dem Kaiserkeller eine Geschichte. Und du weißt von vornherein schon, von den Zeiten kann das allein gar nicht hinkommen. Aber vielleicht ist es doch passiert. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Und mittlerweile weiß ich natürlich auch, welchen Autoren ich trauen kann und welchen eher nicht. Und ich bin mittlerweile, das ist ein sehr großes Privileg und eine wunderschöne Freundschaft mittlerweile geworden. Der wahrscheinlich wichtigste Beatles-Autor der Welt, Mark Lewisohn, ich glaube, das kann ich sagen, ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir, der wirklich das allergrößte Wissen, das es angehäuft hat, was man über die Beatles haben kann. Und alle Beatles-Experten werden dir sagen, dass, wenn einer das weiß, dann ist es Mark Lewisohn. Das sagen die Beatles selber. Frag Mark. Okay. Und Mark Lewisohn sehe ich jedes Jahr mindestens einmal, also dass wir uns treffen. Und wenn ich nicht genau weiß, ob eine Geschichte stimmen kann, dann kann ich ihn anrufen oder anmailen und fragen und mir das bestätigen lassen. Oder mir was von ihm erzählen lassen. Aber schön ist natürlich auch besonders hier tatsächlich mit Menschen wie Astrid Kircher, Klaus Voormann, oder Horst Fascher, die damals dabei waren, zusammenzutreffen und sich diese Geschichten erzählen zu lassen. Und das macht auch, glaube ich, meine Tour so besonders, weil ich natürlich diese Geschichten auch in der Tour einflechte und sage, der hat mir so erzählt, der hat mir so erzählt, der war damals dabei, der Moment sah so und so aus. Also dass, glaube ich, die Fans tatsächlich ein Gefühl kriegen, wie war das damals auf St. Pauli. Das heißt, du hängst dich da immer noch rein, du holst immer noch gelegentlich immer neue noch. Geschichten auf ein. Jeden Fall, auf jeden Fall. Die Touren sehen auch immer unterschiedlich aus. Das wäre die nächste Frage. Ja. Und du bist auch immer noch in Kontakt mit der Dame, die den Beatles überhaupt diese Pilzköpfe verpasst hat. Ja, sie mag ja das nicht so gern, wenn man das sagt, weil in vielen Biografien wird Astrid als Friseurin dargestellt, das hasst sie natürlich. Sie sagt ja immer, sie hat ja nur ihrem Freund die Haare geschnitten, das war Stu Sutcliffe, John Lennons bester Freund, der damalige Bassspieler, aber Stuart hat natürlich wieder die anderen inspiriert und es war ja eher der Look von Astrid und ihren Freunden, die ich jetzt mal übergeordnet Exis nenne, weil sie von so einer Künstlerclique angehörten, Exi für Existenzialisten, also eben französisch inspiriert. Die sagten damals eben, sie der französische Stil und da waren eben die Haare nach vorne gekämmt und nicht zur Elvis-Tolle nach hinten gegelt, wie die Beatles ja auch zu Anfang in Hamburg hatten. Und zwei der Beatles, Stuart und John, waren selber Kunststudenten und das zeigt eben auch, sie waren auch schon Ende 60, Anfang 61, sie haben sich unterschieden von den anderen Bands. Sie wollten immer anders sein. Sie wollten was anderes ausprobieren. Sie wollten sich unterscheiden. Es wurde ihnen immer schnell langweilig und deswegen wollten sie immer neue Sachen ausprobieren. Und das war ein sehr mutiger Schritt, auch im Rock'n'Roll-Milieu St. Pauli, letztlich auch Liverpool, dann mit so einem Haarschnitt, der ja sehr feminin, sehr androgyn eigentlich ist, hier aufzutreten und sich das zu trauen. Also die waren wahnsinnig mutig auch. Du hast gerade eben gesagt, so diese Touren sind immer anders. Also du machst das seit 15 Jahren. Ich dachte mir, mein Gott, 15 Jahre, wie oft die Woche geht diese Frau los? Und wenn sie da jeden Abend dasselbe erzählt oder jeden zweiten Abend, das muss ja Wahnsinn sein. Aber die sind immer anders, sagst du.
Ja, also es gibt natürlich, wenn ich mit 30 Leuten wie samstags unterwegs bin und auch noch immer einen fliegenden Wechsel von Englisch zu Deutsch mache mit jedem Satz, da kann ich dann nicht so viel kleine Extra-Stories einbauen. Da ist es dann mehr, was da den Unterschied macht, ist dann eher die Gruppe, die toll mitsingt oder also die das zu einem Happening werden lässt oder eben nicht, aber meistens wird's das. Aber ich habe ja auch viele kleine die Touren, viele bei dir, ne? ja, die Tour ist interaktiv also nur, und nur da so das sage ich. Und zuhören ist, genau. Ist nicht, ne? Am Ende beim Abschlusskonzert gibt's dann ja auch Texte und dann sage ich gleich zu Anfang schon, okay, ihr wisst, am Ende wir singen uns jetzt auf der Tour draußen ein und am Ende gibt es Texte und da gibt's keine Entschuldigung mehr. So, und das ist tatsächlich meistens auch so, dass am Ende wirklich ein lauter Chor da ist. Deswegen nenne ich es auch nicht nur Abschlusskonzert, sondern Abschluss-Singalong-Konzert. Und die Leute dürfen sich dann auch mal Lieblingssongs wünschen und so. Und ich habe natürlich auch immer bestimmte Sachen, die ich dann jedes Jahr anders mache. Ich feiere eigentlich jedes Jahr die Musik, die vor 50 Jahren entstanden ist. Das war letztes Jahr das Weiße Album, dieses Jahr ist es Abbey Road. Und um zu den Touren zurückzukommen, ich weiß ja meistens vorher, wenn ich exklusive oder Gruppentouren habe, was das für Touren sind. Wenn das jetzt hier eine Anwaltskanzlei ist, die ihre Weihnachtsfeier macht, dann weiß ich, da geht's mehr um das Interaktive, dass man die Leute dazu bringt, ein bisschen mitzusingen, dass man was über St. Pauli und die Beatles allgemein erzählt. Da halte ich mich dann mit Special-Infos meistens ein bisschen zurück. Aber ich habe natürlich auch ganz, ganz, ganz viele wahnsinnige Fans, die eigentlich schon fast alles wissen. Und natürlich ist es da dann wichtig, genau diese kleinen Special-Geschichten rauszuholen, dann vielleicht rauszubekommen, wer ist der Lieblingsbeatle oder wollen sie vielleicht mehr über die Geschichte von Astrid und Stuart wissen oder also da ist mittlerweile natürlich mein Wissen so groß, dass ich da auch spielend mich darauf einstellen kann auf die Gruppen, was die jetzt genau wollen. Und mit 15 Jahren Tourleben kriegt man dafür auch ein sehr gutes Gespür, was die Leute jetzt wissen wollen oder was die Tour für die Leute besonders macht. Hast du mal überlegt, das mal zu verschriftlichen? Ja, wurde ich auch schon sehr, sehr oft gefragt. Entschuldige. Nee, das ist keine Kritik. Ich sage dann immer, es gibt so wahnsinnig viele Beatles-Bücher und Mark Lewisons Buch Tune In erzählt diese Hamburg-Geschichte auch so toll. Wenn dann würde es tatsächlich ein sehr persönliches Buch werden. Also vielleicht auch genau mit kleinen, besonderen Geschichten. Also ich fände es eher langweilig, die Hamburger Geschichte nochmal aufzuschreiben. Was vielleicht spannend wäre, ist eben eine emotionale, persönliche Geschichte, so wie meine Tour letztlich auch ist, ja, da in Buchform zu bringen. Pläne hast du viele, genau. Meine Frage für dieses Jahr eben, hast du Pläne für dieses Jahr? Noch Abbey Road liegt an, sagst du? Abbey Road liegt an. Gibt es da besondere Geschichten, ja, die du im Kopf hast? Ja, es wird definitiv höchstwahrscheinlich eben auch im September zum 50. Jubiläum des Albums auch dieses ganze Album gespielt werden. Von mir und meinen Musikerkollegen. Und diesmal mit weniger Künstlern, weil wir ja gar nicht so viele Songs haben. Also weniger Interpreten wahrscheinlich. Dafür aber mit Streichern und Bläsern ist der Plan. Und es steht sehr viel an für nächstes Jahr, denn nächstes Jahr heißt es 60 Jahre Beatles in Hamburg und da planen wir Großes. Da sag seid ich ihr mal jetzt schon mal. Ja. Da bin ich eigentlich schon seit 2 Jahren dran, dass wir da was Größeres planen. Das ist aber tatsächlich noch nicht spruchreif. Aber man kann davon ausgehen, dass es ab nächsten Jahr eine größere Beatles-Geschichte in Hamburg gibt. Da freuen wir uns ja drauf. Jetzt freuen wir uns erstmal auf den Sommer und dann nach dem Sommer haben wir einen Grund, uns auf das nächste Jahr zu freuen. Ja, die Saison ist losgegangen, es sieht wieder nach einem tollen Sommer aus und ich freue mich auf die Fans aus der ganzen Welt, die sich anmelden. Das können sie bei dir über deine Homepage? Ja. Magst du uns noch einmal die Adresse verraten? Die Adresse lautet www.hempels-musictour.com.
Beatles.com oder .com oder .de, aber wenn ihr Hempel und Beatles eingebt, dann findet ihr das auch sowieso sofort. Genau, ein Tipp von mir, ihr findet sie sofort. Ja. Natürlich hast du auch Social Media, Facebook, findet man dich. Findet man dich bei Facebook? Bei Facebook findet man mich, bei Instagram findet man mich, aber nicht bei Twitter. Gut, das sind aber schon mal die Hauptkanäle, wo ihr Stefanie Hempel findet. Und Infos, den Hamburger findet man natürlich auch im Internet, nämlich unter www.derhamburger.info. Und ich habe dich schon gefragt, ob du zum Ende dieses Podcasts, den du so wunderbar mit mir gemacht hast, oh, wie schön. Das hat mir total Freude bereitet. Unser Bier ist auch gleich alle. Genau, wir haben nur ein Bier getrunken, wir haben viel zu viel gesammelt. Wir sammeln so viel und irgendwie ist es, daran muss ich auch arbeiten. Es muss mehr Trinkpausen geben. Ganz genau. Definitiv. Ob du mit mir nochmal in dieses Mikrofon flüsterst, warum wir das denn alles tun. Und es passt ja irgendwie auch zu deinem Lebensmotto. Absolut. Ich liebe Hamburg vor allen Dingen auch. Dann? Ich bin froh, Hamburger zu sein. Sag ich mal, der Hamburger liebt dich. Und dich auch. Dankeschön. Sehr schön. My Bonnie.